Moin Moin zusammen, in diesem Video erkläre ich dir super knackig anhand von ein paar Beispielen, wie man Erfolgskonten grundsätzlich immer abschließt. Aber zuallererst, ich habe natürlich ein geiles Video, wo ich dir Erfolgskonten, alles was du über die wissen musst, super ausführlich erkläre, baller ich da unten in die Videobeschreibung, ziehst dir einfach mal rein. Dann nun starten wir doch direkt einmal los. Bei Erfolgskonten ist das Wichtigste allererst immer, dass du natürlich verstanden hast, okay, es gibt Aufwandskonten und Ertragskonten. Und Aufwands- und Ertragskonten, da musst du als allererstes immer erst deren Unterkonten auf deren Hauptkonto, also deren Oberkonto buchen. Zum Beispiel hier haben wir jetzt ein Aufwandskonto, einmal Aufwendungen für Rohstoffe, das ist ein Oberkonto, und wir haben dessen Unterkonto, Bezugskosten für Rohstoffe. Und nun musst du natürlich Bezugskosten für Rohstoffe auf das Hauptkonto Aufwendungen für Rohstoffe drauf buchen. Hier habe ich jetzt einfach mal zwei Buchungssätze gemacht, so ein Standardgeschäftsverfall. Wir kaufen für 19.000 Euro Rohstoffe und 500 Euro sind dann eben Bezugskosten. Die habe ich jetzt halt eingebucht gehabt. Da habe ich auch noch ein geiles Video auf meinem Kanal. Ziehst du einfach mal rein, wo ich das erkläre, wie das funktioniert. Und wenn das dann eingebucht ist, ja, dann schließe ich das ganz normal ab. BZKR, wie schließe ich es ab? Ja, ich bilde die Summe auf der Soll- und auf der Habenseite und schaue, wo der höhere Betrag ist. Hier ist auf der Soll-Seite der höhere Betrag mit 500 Euro. Auf der Soll-Seite bilde ich die Summe, schreibe die unten hin, kopiere die nach rechts drüben, auf die Habenseite, auf die andere Seite. Dann die Differenz auf der Habenseite, damit ich das Ganze dann gleich habe, dieses T-Konto wie eine Waage. Diesen Betrag buche ich dann eben auf das jeweilige Hauptkonto. Und in dem Beispiel ist ja AWR unser Hauptkonto. Also buche ich diese 500 Euro vom BZKR auf AWR obendrauf. Paff. Der Buchungssatz dafür ist AWR mit 500 Euro an BZKR 500 Euro. Klar, weil Bezugskosten für Rohstoffe ist gerade ein Aufwandskonto. Ein Aufwandskonto mehrt sich im Soll und mindert sich im Haben. Und Bezugskosten für Rohstoffe, wenn wir das leer machen wollen, dann müssen wir natürlich das mindern. Und darum ist das gerade im Buchungssatz auf der Habenseite. Und auch unsere Aufwendungen für Rohstoffe logischerweise müssen sich ja mehren. Weil unsere Bezugskosten machen ja den Aufwand für den Rohstoff an sich teurer. Weil Versandkosten machen ja das Produkt an sich auch teurer. Gut, und somit habe ich dann das Unterkonto abgeschlossen. Nun muss ich das Oberkonto abschließen. Also hier haben wir Aufwendungen für Rohstoffe. Hier habe ich derzeit auch noch ein Ertragskonto hingemacht, Umsatzerlöse für eigene Erzeugnisse. Und nun, da Umsatzerlöse für eigene Erzeugnisse ein Oberkonto ist, muss ich natürlich das auch abschließen. Starten wir erst einmal mit AWR. Wie mache ich das? Wieder die Summen auf der jeweiligen Seite bilden. Die größere Summe, die schreibe ich unten hin, also in dem Beispiel hier auf der Sollseite 1950, kopiere es rüber und die Differenz, die schließe ich immer an G&V, also das Gewinn- und Verlustkonto ab. Immer. Also die Aufwandskonten, deren Oberkonten, musst du immer an G&V abschließen. Und auch die Oberkonten von Ertragskonten, wie es bei Umsatzerlöse für eigene Erzeugnisse der Fall ist, auch den Bad Boy musst du natürlich an G&V abschließen. Wichtig, hier habe ich natürlich noch die Formalie hingemacht, den Strich, damit ich hier nichts eintragen kann. Aber das erkläre ich auch nochmal sehr ausführlich in meinem Video, wo ich dir erkläre, wie man Bestandskonten abschließt. Einfach reinziehen. Und nun siehst du dann hier, alles klar, Aufwendungen für Rohstoffe. Wie schließe ich das Ganze ab? Der Buchungssatz lautet dann G&V mit 19.500 an AWR. Weil AWR wird hier gerade leer, es wird 0. Es muss sich mindern, weil wir es ja abschließen. Und bei Umsatzerlöse für eigene Erzeugnisse, auch selbes Spiel, das muss sich auch mindern. Und weil es ja ein Ertragskonto ist, mindert sich das auf der Soll-Seite. So, und darum ist der Buchungssatz hier Umsatzerlöse für eigene Erzeugnisse, 45.000 Euro an G&V. Gut, Erfolgskonten abgeschlossen, machen wir weiter. Jetzt schließen wir das G&V-Konto ab. Und dieses Mal machen wir das Ganze mit Gewinn. Also das siehst du jetzt hier. Wir haben unsere Aufwendungen in Höhe von 19.500 Euro auf der Soll-Seite dort. Und auf der Haben-Seite haben wir unsere Umsatzerlöse für eigene Erzeugnisse, 45.000. Das heißt zu Deutsch, wir haben 45.000 Euro Umsatz gemacht, hatten aber nur Aufwendungen in Höhe von 19.500 Euro. Wir haben also Gewinn gemacht. Nun mache ich wieder die höhere Seite, summiere ich 45.000, kopiere es rüber, bilde die Differenz. Und G&V wird immer an Eigenkapital abgeschlossen. Immer. Auswendig lernen, so funktioniert's. Da wir hier Gewinn gemacht haben, lautet der Buchungssatz G&V mit 25.500 Euro an Eigenkapital. Und natürlich können wir jetzt auch noch ganz schnell kurz und knackig Eigenkapital abschließen. Naja, ist ein passives Bestandskonto, hat den Anfangsbestand im Soll. Ich habe mir jetzt hier 25.000 Euro ausgedacht. Dann kommt von der G&V der Gewinn rein, die 25.500 Euro. Also muss ich wieder die Summe bilden, höhere Gewinn, rüber kopieren, Differenz, tschakka. Und das ist dann mein Schlussbestand beim Eigenkapital. Und so schließe ich auch das Ganze ab, Eigenkapital an Schlussbilanz.
Nun habe ich dir das Ganze nochmal schön übersichtlich hier hingemacht, was jetzt gerade in den ganzen Konten hier abging. Und das war jetzt ein Beispiel, wenn man Gewinn macht. Nun gehen wir das Ganze doch mal durch, wenn wir Verlust machen. Also jetzt hier BZKR, AWR, was machen wir? Wieder selbes Schema, erst BZKR abschließen an AWR, dann schließe ich natürlich AWR ab und Umsatzerlöse für eigene Erzeugnisse, falls ich das habe. Das habe ich jetzt halt auch wieder hier. Also schließe ich beides jeweils wieder schon knackig wie vorher ab. Wie gewohnt, immer noch dieselben Schritte, egal ob Gewinn oder Verlust. Und machen wir natürlich auch unsere Buchungssätze. Und dann sind wir endlich im GMV-Konto. Da entscheidet sich natürlich, ob wir Gewinn oder Verlust machen. Darum heißt es ja auch so. Und nun merken wir hier, aha, die Soll-Seite ist diesmal höher, also hat die Haben-Seite eine Differenz. Und die geht nun an Eigenkapital. Und darum, wenn wir das Ganze dann abschließen, das GMV-Konto, sehen wir nun hier im Eigenkapitalkonto, dass sich im Endeffekt unser Anfangsbestand reduziert. Schau her, anfangs waren es 25.000 Euro, durch unseren Verlust verringert sich aber unser Eigenkapital auf 19.500 Euro und das ist dann auch der Schlussbestand. Hier habe ich dir auch nochmal den Buchungssatz dazu hingemacht. Und hier natürlich nochmal die Übersicht für die ganzen Konten, wie wir das gerade eben gebucht haben. Aber im Endeffekt fällt dir eins auf, egal ob wir Gewinn oder Verlust machen, die Unterkonten abschließen und die Oberkonten abschließen von den Ertragskonten, das ist immer dasselbe Spiel. Nur im Gewinn- und Verlustkonto, da entscheidet sich dann, ob wir Gewinn oder Verlust machen und dementsprechend wird es halt dann anders auf das Eigenkapitalkonto draufgebucht. Also wir merken uns im Endeffekt Folgendes. Der Saldo unserer Aufwandskonten geht immer auf die Soll-Seite. Das Saldo von unseren Ertragskonten geht immer auf die Haben-Seite. Wenn das gleich hoch ist, dann machen wir keinen Gewinn und keinen Verlust. Sind unsere Erträge aber größer als unsere Aufwendungen, das sieht man jetzt hier, dann machen wir Gewinn. Sind unsere Erträge aber geringer als unsere Aufwendungen, machen wir Verlust. Falls ich dir mit diesem Video helfen konnte, würde mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Ein Abo ist doch nur ein kleiner Klick und unterstützt mich wirklich riesig. Und dann sehen wir uns in der nächsten Runde. Mach's gut.